Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen niedlichen Let's Play Alfred Hitchcocks Vertigo. Ja, ein Spiel, auf das ich sehr, sehr gespannt bin. Und das hat einen Grund. Es gab bisher, zum Zeit dieser Aufnahme, noch kein Gameplay zu sehen. Nichts, nada. Ich gehe absolut blind in dieses Spiel. Einzige, was man gefunden hat, waren ein paar Story-Trailer. Und die haben mich auch neugierig gemacht, deswegen mache ich jetzt auch dieses Let's Play. Aber wie gesagt, wir gehen komplett blind rein. Deswegen weiß ich auch noch nicht, ob dies ein komplettes Let's Play wird oder einfach nur ein angespielt. Das hängt nur ein bisschen natürlich davon ab, ob mir es gefallen wird, ob es euch gefallen wird. Naja. Okay, wir schauen einmal. Genug der Worte. Let's go. Reifenspuren. Okay, wir schwenken einmal die Kamera. Blinkende Lichter. Ich glaube, wir hatten einen Autounfall. Bodie Canyon Bridge. Oh oh. Dad? Dad? Was? Sorry, verdrückt. Okay. Dad? Alles klar, jetzt habe ich's verstanden. Dad, warte. Warte, Dad. Dad? Mach keinen Quatsch! Dad? Nein! Dad! Mein Wagen! Jenny! Nee, komm. Nee, tu das nicht. Tu das nicht, Junge. Nee, leben natürlich. Leben! Loslassen! Lass mich los! Die sind im Auto. Jenny! Ich habe meine Familie ermordet. Faye! Ich bin wie mein Dad. Lass mich los! Ich bin wie er.
Okay, was war denn mit seinem Dad? Was war mit seinem Dad? Alright. So, erstmal eine Schippe Popcorn. Yummy, yummy, yummy. Ich hoffe, das sind keine gesalzenen. Wer gesalzenes Popcorn isst, der frisst auch kleine Kinder. Ja, ja, so sieht's immer nämlich aus. Oh, Telefon. Ich wollte doch nicht gestört werden, Mensch. Ich wollte nicht gestört werden. Lou, ich vermisse dich, Julia. Es wird nicht wieder vorkommen. Bitte. Lecker. Wenn das nur nicht immer in den Zähnen hängen bleiben würde. Schon wieder dieses scheiß Telefon. Ich wollte hier nur noch mal in Ruhe der dritte Mann gucken. Meine Fresse. Ich gehe nicht ran. Nein, ich gehe nicht ran. Ich will hier einfach mal einen Film gucken. Ach komm, shit, was soll's. Robert Kerrigan. Dr. Lomas, wir müssen sofort reden. Ne? Nö, ich guck erstmal meinen Film weiter. Die kann mich. Da antworten wir danach. Ich gucke hier jetzt in Ruhe meinen Film. Geben Sie mir Ihre Hand! Geben Sie mir Ihre Hand! Warte mal. Da hinten rechts. Da sitzt doch Alfred Hitchcock, ne? Das war Alfred Hitchcock. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Alfred Hitchcock Vertigo. Ich muss sagen, die Musik, die gefällt mir echt. Die Musik gefällt mir echt. Okay. Ist das Millers Haus? Claire Miller? Ich bin Dr. Lomas. Robert Kerrigan fragte... Doktor, Sie haben keine Ahnung, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie Ed nach Hause bringen. Ist doch nicht der Rede wert. Es ist ein weiter Weg von L.A. Wann kommen Sie her? Wenn alles gut geht, dann morgen früh. Ich will sofort mit Ed loslegen. Ich werde Sie erwarten. Alright, so, wir müssen ihn anscheinend behandeln. Guten Tag. Sie sind, glaube ich, mein Patient, oder? Schön, Sie kennenzulernen, Ed. Ich bin Dr. Lomas. Doktor in was genau? Doktor. Okay, ja, komm, wir sind mal freundlich. Hand ausstrecken. Na, du machst schon. Na, ja, geht doch. Allerdings ein bisschen widerwillig, ne? Bachelor in Psychologie von der UC Berkeley. Master in systemischer und Familienpsychotherapie an der University of Michigan. Oh, und
Warum? Promoviert in klinischer Psychologie in Stanford. Okay. Ich gewähre Ihnen Zugriff auf meine Erinnerungen, mein Trauma, mein Zimmer, meine Probleme. Sie haben eine Stunde. Eine. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. So, Eds Widerwillen beseitigen. Okay. Wir müssen für die Ziele anscheinend Tab... Ja, alles klar. Für die Ziele müssen wir Tab wählen. Okay, wir haben hier verschiedene Sachen wahrscheinlich, ne? Nachttisch. Keine Bücher, keine Fernbedienung, kein Tablet, kein Handy. Wie verbringt er seine Zeit? Okay, sogar der Wecker ist ausgeschaltet. Hier sind noch irgendwelche Schuhe. Empathie für Ed zeigen, Ed befragen. Wir befragen ihn. Möchten Sie sich ein wenig die Beine vertreten? Das sind wenig. Ja. Möchten Sie sich ein wenig die Beine vertreten? Lust auf einen Spaziergang, während wir uns unterhalten? Und worüber unterhalten? Ihr Wissen über psychische Gewalt oder was? Okay, Empathie für Ed zeigen. Hätte ich diese Art von Höhenangst und könnte nur zu Fuß gehen, wäre mir auch der kalte Fußboden lieber. Alright. So, da haben wir ihn. Hier noch was? Ist das das, was ich denke? Ja, tatsächlich. Urinflasche. Erinnern. Empathie für Ed. Erinnern. Mit dem Hausrat kannst du zwischen den möglichen Interaktionen des Hotspots wählen und mit die Aktion deiner Wahl ausführen. Alright. Entschuldigung, Dr. Leonard, aber die Schwindelgefühle, die Übelkeit und die Angstzustände des Patienten, was genau ist die Ursache? Quasi alles. Schon ein paar Schritte reichen. Wenig kann einem so sehr die Selbstachtung rauben wie mangelnde Kontrolle über die Verdauung. Kein Wunder, dass es Ed so geht. Die Uhr läuft, Doktor. Ja. Statt ein paar Meter zum Klo zu gehen, ne, kann man ja hier auch mal die Flasche pinkeln. Ist ja ganz normal, Junge. So. Was das angeht... Direkt zu meinen Problemen, was? Bei den ganzen Abschlüssen hätte ich schon etwas mehr Psychologie erwartet. Mir wischt keiner den Arsch ab, falls Sie das meinen. Mir ist übel immer noch lieber als kotzübel. Erinnern, Empathie möchte ich eigentlich gar nicht zeigen. Er ist auch schon so ein bisschen Kotzbrocken, ne? Erinnern, machen wir mal. Der Patient hat keinerlei sichtbare Verletzungen am Innenohr. Damit sind physische Ursachen auszuschließen. Es könnte ein Fall von Akrophobie mit neurologischen Ursachen sein, ausgelöst durch die jüngste traumatische Episode, wie Sie schon sagten. Was ist mit seiner Tochter und dieser Frau? Wissen wir da irgendwas? Offiziell hat Mr. Miller keine Kinder. Und wegen dieser Frau, diese Faye... Nein, nichts. Was allerdings Ihren Wunsch angeht, ihn außerhalb des Krankenhauses zu behandeln... Er ist mein Patient, Doktor. Okay, interessant. Hat er denn jetzt gar keine Frau und Kind? Bildet er sich das alles ein? Schwer zu sagen. Er ist aufgeschmissen. Er weiß, dass er sich niemals von allein wieder erholt. Doch das ändert nichts daran, dass er sich von mir bedroht fühlt. Oder ist das nur seine Art, um Hilfe zu bitten? Ich fürchte nicht. So, Zeit an die Arbeit zu gehen. Sollen wir anfangen? Tick, tack, Doktor. Wie geht es Ihnen jetzt gerade? Wie geht es Ihnen jetzt gerade? Ziemlich beschissen. Als würde irgendein Arsch ankommen und einem Salz in die Wunde streuen. Klar? Wenn Sie mir nur eine Stunde geben... Nutzen wir sie doch sinnvoll, hm? Beschissen? Warum? Warum? Weil ich meine Tochter verloren habe. Weil ich zwei Menschen umgebracht habe. Weil mich alle wie einen Verrückten behandeln. Weil ich in eine Flasche aus einem Dalí-Gemälde schiffe. Weil alles völlig surreal ist. Weil wegen ihnen.
Reicht Ihnen beschissen oder soll ich noch weitermachen? Naja, nur weiter. Nur weiter. Okay, ich mache weiter. Beschissen, 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 beschissen und beschissen. Klar soweit. Wie ging's dir nochmal? Ich hab das nicht ganz verstanden. So, warum will Robert Kerrigan, dass ich mich mit Ihnen treffe? Sie werfen sich selbst den Tod zweier Menschen vor. Sie sagen, es sei Ihr Fehler, dass Ihre Tochter und deren Mutter gestorben sind. Und Sie wollen mir nicht glauben. Natürlich. Es gibt keine Belege dafür, dass Sie eine Tochter haben. Ich hatte die Vaterschaft noch nicht anerkannt. Es ist alles so schnell passiert. Okay, das bedeutet wohl, also wenn er wirklich eine Tochter hat, dann hat er erst vor kurzem von ihr erfahren, so wie es aussieht. Warum hat Robert Kerrigan mich wohl gebeten, sie zu sehen? Weil er steinreich ist, Schuldgefühle hat oder Langeweile. Ich dachte, sie wären Freunde. Was macht das für einen Unterschied? Überzeugen Sie mich davon, dass diese Fae existiert. Was wollen Sie wissen? Was wollen Sie erzählen? Das ist jetzt etwa ein Jahr her. Okay. Was geschah vor einem Jahr? Ich hatte mich gerade zum Arbeiten hingesetzt. Ich hatte seit Jahren eine Schreibblockade. Da dachte ich an was, das ich mal in einem Interview gesagt hatte. Und wie wir alle unsere Kreativität neu entdecken können, erzählt uns heute Ed Miller, Autor von Gesicht zum Boden, unserer Buchempfehlung des Monats. Ed, darf ich Sie Ed nennen? Willkommen und Glückwunsch. Danke. Wobei ich mir nicht sicher war, ob Sie sich bestechen lassen. Nicht übel, der Kaviar, was? Nur zur Klärung, Sie scherzen. Vergessen Sie nicht, wir sind hier live im Radio. Umso besser. Hört doch eh keiner zu. Okay. Ed, hatten Sie jemals diese Angst vor einem weißen Blatt Papier? Ständig. Und wie gehen Sie damit um? Ich mache da so eine Art Aufwärmübung. Wenn das Hirn nicht anspringen will, muss das unser Körper erledigen. Also lasse ich meine Augen nach einem Ausgangspunkt suchen. Okay, Schreibblockade überwinden, einen Absatz schreiben. Okay, wir haben hier einen Baum. Hübschen Baum. Okay, was haben wir noch? Vögel? Oder? Ja, Vögel. Alfred Hitchcocks Vögel, das passt. Ich glaube, das nehme ich. Ja, das nehmen wir mal. Haben meine Augen das Wort gefunden? Sind meine Finger an der Reihe? Nach diesem Wort lasse ich Sie schreiben, was Sie wollen. Der Trick ist, dabei nicht nachzudenken. Sie sollen frei sein. Ekel, Furcht, Traurigkeit. Wir nehmen mal Ekel. Wie immer unterdrückt der Adler seinen Würgereflex, der auf Geheiß des Zeus die Leber des Prometheus fressen soll. Schuld. Er hat euch das Feuer gestohlen, doch welcher Tat habe ich mich schuldig gemacht, schreit er. Martha. Zeus schweigt. Der Adler ist nun doppelt gestraft, angewidert von der Galle und gemartert vom Schweigen. Sehr interessante Sitze. Na, Kitty? Miau. Miau. Na, halt die Klappe! Ich bin hier am Schreiben. Geh raus, Mäuse jagen. Oder Vögel, da waren welche. Immer das Gleiche. Echt jetzt?
Dieses nutzlose Vieh. Okay, wir können uns bewegen. Mit WASD, ja, alles klar. So, was hatten wir als Ziel? Schreibblockade überwinden und Petronius füttern. Interessanter Name für eine Katze. So, hier ist doch irgendwas, ne? Kabellose Ladestation. Haben wir Nachrichten? Hi! Rate mal, wer hier ist. Ich wette, du weißt nicht, woher ich deine Nummer habe. Ist es so? Ich würde dich gerne wiedersehen. Oh, hab wohl einen Ohrring verloren. Falls du... Anscheinend nicht. So. So, da ist noch was und... Aber die Aussicht ist schon grandios, ne? Die Aussicht ist echt sensationell. Nettes Haus. So, was ist hier mit dem Divan? Gibt es Hörgebote? Denken Sie an die Erstbesitzer. Zweifellos hat er gute Dienste geleistet angesichts seiner Geschichte. 35.000 von dem Herrn mit Bart. Höre ich 40? 40? 35.000 zum Ersten? 35.000 zum Zweiten? Verkauft! 35.000, das ist doch mal ein Schnapper. Man scheint ja irgendwie einen Promi gehört zu haben oder irgendwas. So, wir gehen mal zu der Katze und füttern sie. Ey, zerkratz mir nicht die Möbel! Miau! Ey, du hast ein Loch im Shirt. Oder ist das ein Fleck? So, das muss reichen, Kitty. Du bist auf Diät. Ich komm ja schon, Samuel. Bitte, mach die Tür auf. Ja. Ich muss nur mal eben hier die lästige Katze füttern. So, hier. Das muss für eine Woche reichen. So, ich komme. Hi. Hi? Tut echt weh. Das müssen wir wohl amputieren. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwo eine Säge, falls du eine brauchst. Echt jetzt? Nein, kleiner Scherz. Genau. Kannst du mir helfen? Mein Akku ist leer und hier sind sonst keine Häuser. Ich bin ja kein Arzt, aber das sieht übel aus. Bringen wir dich ins Krankenhaus? Nö, ich habe keine Zeit. Ich muss weiter schreiben. Ich rufe einen Krankenwagen. Ich habe eigentlich gerade was zu tun, aber ich rufe dir einen Krankenwagen. Nein, lass mal. Warum nicht? Hab gerade keinen Job. Ich bin nicht versichert. Ich muss mich hinlegen. Bitte. Ja. Was ich zahle fürs Krankenhaus? Never ever. Ich zahle doch nicht irgendwelchen wildfremden Frauen das Krankenhaus. Okay, dann komm mal rein. Schauen wir uns die Sache mal an. Wenn du verblutest, musst du das aber aufwischen. Darf ich mich abstützen? Vielleicht solltest du lieber fragen, bevor du dich auf jemanden stützt. Moment, langsam. Moment, nicht so schnell. Versteh das bitte nicht falsch, aber das ginge schneller, wenn ich dich tragen würde. Ich kann gehen. Nur nicht so schnell. Na schön. Trag mich. Okay, ich werde dich da anfassen. Okay? Und da. Und dich hochheben. Okay? Ja, okay. Darf ich? Ist okay für mich. Okay, los geht's. Okay. Hey, bin ich so schwer? Wenn du deinen Rucksack abgenommen hättest. Okay, ich lass dich jetzt los. Moment.
Lass mich meinen Rucksack abnehmen. Jetzt? Soll mein Rücken auch wehtun? Meiner tut schon weh. Okay. Darf ich? Du darfst. Ich darf? Ja, bitte. Okay. Endlich. Danke. Nö, eine Psychokatze. Die war ja echt gruselig gerade. Na, jetzt haut sie ab. Ich sollte müde sein? Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Bequem so? So bequem, wie es geht, schätze ich mal. Danke. Wie war nochmal dein Name? Ja, Autor, ne? Schriftsteller, ja. Hab ich gar nicht gesagt. Komm, wir sagen hier Ed. Ich bin Ed. Danke, Ed. Ich bin Faye. Könntest du mir etwas Eis bringen? Gib mir mal dein Handy, dann lade ich es dir auf. Ist gar kein Problem. Ich hab mein Auto vor dem Waldeingang stehen lassen. Ich werde darüber gehen und dich in Ruhe lassen, sobald die Schwellung zurückgeht. Okay? Ja, wie auch immer. Okay, Faye helfen. Faye Eis bringen und Handy aufladen. Alright. Das machen wir alles beim nächsten Mal. Ich muss sagen, erster Eindruck, gar nicht verkehrt. Also mir bisher gefällt's mir. Das bedeutet, es werden auf jeden Fall noch weitere Folgen kommen. Ob wir es ganz zu Ende spielen, ich muss nochmal gucken, wie weit sich das Spiel entwickelt. Aber wie gesagt, erster Eindruck ist gut. Ihr könnt ja mal Feedback hinterlassen, wie ihr es findet. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Knöchel sieht scheiße aus, ja. So, vergesst den Daumen nicht. Und euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.